Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht es schon im Titel. Heute gibt es das Review zur GTX 1060 Strix von Asus. Und zwar gibt es ab sofort eine Neuerung auf diesem Kanal, denn ich werde nicht mehr das Montagsvideo übernehmen. Und da der Marvin ja nicht gerne schneidet und noch kein einziges Video selber produziert hat, Happy Birthday, dachte ich mir, okay. Dann musste ich mir das Schneiden beibringen. Aber sein Laptop war viel zu schwach dafür. Deshalb, Marvin, Grüße an dich ebenfalls. Nimm dir Apple. Ich bin immer zufrieden mit Apple. Apple ist die beste Marke der Welt. Apple ist geil. Ich liebe Apple. Apple ist meine Freundin. Also, Marvin, nimm dir Apple und spar das Geld am besten. Aber weiter geht's. Und zwar, wie gesagt, werde ich nicht mehr das Montagsvideo übernehmen. Denn die ursprüngliche Idee war es, dass wir einen Kanal zusammenführen bzw. machen, der Testcheck Hardware heißt. Auf dem geht es, wie schon gesagt, oder wie der Titel schon sagt, um Hardware. Und dort wird dann eine Grafikkarte vorgestellt, ein Review gemacht, Hands-on und so weiter. Ihr wisst schon. Und noch vieles mehr. Und das übernehme nicht ich, sondern der Nils, der übernimmt das. Und der hat auch dieses Video übernommen, denn jeden Montag, soweit wir es schaffen, kommt ein Video jetzt nicht auf Testcheck Hardware, sondern hier auf diesem Kanal. Also das heißt, im Montagsvideo bin ich nicht mehr zu sehen, sondern das übernimmt der Nils komplett und dann wird das auf Testcheck hochgeladen. Die anderen Tage übernehme ich, vielleicht kommen auch montags zwei Videos, das ist aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, denn gestern kam ja das Video zum Echo Dot. Alexa, wie geht's dir? Danke, mir geht es gut. Also, sie funktioniert auf jeden Fall. So ein geiles Teil. Und wie sich die GTX 1060 im Test geschlagen hat, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Heute stelle ich die Asus GTX 1060 Strix OC Grafikkarte vor. Wir beginnen erstmal mit Aufbau und Anschluss. Und zwar hat diese Grafikkarte drei Lüfter. Die Lüfter von Asus wurden auch bei älteren Modellen der Grafikkarte eingebaut, doch bei der GTX 1060 wurden diese nochmal verbessert, um eine bessere Leistung herauszuholen und um sie ein wenig leiser zu machen. Die Grafikkarte hat außerdem sehr, sehr viel LED eingebaut. Wir haben einmal ein bisschen LED an den Seiten und sogar LED im Kühlerraum der Grafikkarte. Dazu sind noch ein paar LEDs an den Seiten der Lüfter eingebaut. Die Grafikkarte verfügt über einen 8-Pin-Stromanschluss, sodass das Übertakten der Grafikkarte gar kein Problem ist. Was noch ein sehr, sehr cooles Feature ist, sind die Lüfteranschlüsse zur Steuerung der Gehäuselüfter. Das bedeutet, man schließt die GPU-gesteuerten Lüfteranschlüsse ans Mainboard an. Diese verbinden sich dann mit den Gehäuselüftern und das bringt in dem so viel, dass die Gehäuse sich mit der Grafikkarte sozusagen verbinden und ja, so im gleichen Takt die Lüfter gesteuert werden. Außerdem hat die Grafikkarte eine Länge von 29,8 cm und eine Dicke von 4 cm. So dürfte die Grafikkarte eigentlich in fast jedes Gehäuse passen. Zu den Anschlüssen: Wir haben einen DVI-Anschluss, zwei HDMI-Anschlüsse und zwei DisplayPort-Anschlüsse. So ist es auch kein Problem, mehr als nur ein oder zwei Monitore anzuschließen. Kommen wir nun zu den Spieletests.
Das waren die Spieletests. Man hat bei der Grafikkarte einen Durchschnittswert von über 60 FPS, was bei den meisten Spielen sehr, sehr gut ist. Und dadurch ist das eigentlich das perfekte Einsteiger- bis sogar Profimodell, würde ich schon fast sagen. Der Preis dieser Grafikkarte beläuft sich auf 350 Euro. Der Link zur Grafikkarte wird unten in der Videobeschreibung stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, teilt das Video gerne mit euren Freunden und bis dahin, ciao!